Easy. Oh, da ist er. Da kommt er. Mit Laserschwert. Lauf, Leia, lauf! Cool inszeniert. Wollen wir die Verhandlungen beginnen? Nee, lass mal stecken. Und da geht es los mit Lego Star Wars, der Skywalker Saga. Ich habe nur Begeistertes gehört. Und ich liebe Star Wars. Das ist die Waffe eines Jedi. Ich glaube, ich kann nicht enttäuscht werden. Eine elegante Waffe für zivilisierte. Oh, er hat das Lichtschwert geworfen. Das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Oh, der Kampf wird, glaube ich, auch episch. Den haben sie, glaube ich, richtig gut gemacht. Den haben sie richtig gut gemacht. Was ist denn mit Yodas Stimme los? Jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Charakterpack hat Lego Star Wars in meinem Launcher wohl installiert und ist nun verfügbar. Die Firma dankt und das Charakterpaket für Solo wurde installiert und ist nun verfügbar. Oh, da sind die ganzen Charaktere. Grievous, Mace Windu, Darth Maul, Kylo Ren, Poe. TTG ist ja, soll's sammeln. So, neues Spiel, Option, Barrierefreiheit, Sprache, zusätzliche Inhalte. Da sind jetzt, glaube ich, die Skins, die haben wir alle. Optionen, ist da was Interessantes? Ich glaube nicht. Dann los, neues Spiel. Viel Spaß. Der Race-Theme ist richtig gut. Mag ich mega gerne. Eine neue Hoffnung. Das Imperium schlägt zurück, ist gesperrt. Die Rückkehr der Jedi-Ritter gesperrt. Das Erwachen der Macht, Episode 7. Okay, man kann immer den ersten Teil der Trilogie spielen. Und es gibt einfach keine andere Reihenfolge als die richtige. Wir fangen mit einer neuen Hoffnung an. Diese Episode. Oh, die Musik! Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ich muss mitlesen. Den Todesstern. Jemand, der noch mehr drin ist wie ich, ist es derselbe Text? Ich glaube ja, also ich bin der Meinung, es ist derselbe Text wie Intro zum Film. Alles andere wäre auch, also können sie nicht bringen. Da müsste jetzt gleich die Jagd der Raumschiffe beginnen. Oh, gleich kommt der Sternzerstörer. Es sieht einfach, also original, das könnten sie so auch in Episode 4. Also wäre das damals Episode 4 gewesen, der erste Teil eben, oder auch so jetzt fast noch. Spätestens jetzt nicht mehr. Was ist das? Okay. Danke, Lego Games. Geil, ey, sie bringen einfach zwei andersfarbige Druiden.
sichert die Luftschleuse ab und bereitet die Rettung. Das ist Captain Antilles. Da hat die Pläne jetzt bekommen. Was haben wir empfangen? Hoffnung. Was machen die beiden Deppen da im Hintergrund mit ihrer mit der Schubkarre? Es geht los. Das sieht mega aus. Und der Unterschied ist halt, oh, Captain Antilles ist spielbar. Der Unterschied ist halt, dass es außer Third Person quasi ist diesmal. Also sonst war es immer so top down bei den Lego Spielen. Man kann alles zerstören. Okay, das, man kann doch nicht alles zerstören, aber man kann vieles zerstören. Also, oh, ich hab ein Blaster. Also Viereck ist hauen, X ist springen. Warum schießt mein Blaster nicht? R1 ist den Charakter. Oh! Alter. L2 zielen. Piu 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 piu. Lass mich durch. Kaputte Legosteine. Verschwindet. Zielen muss gelernt sein. Oh, vielleicht darf ich ein paar Imperiale abschießen. Hallo, hier spricht der Captain. Falls ihr euch wegen des Lärms wundert, wir haben derzeit eine durch Änderung bedingte Turbulenz. Bitte das da? Geht nicht. Ich muss hier jetzt alles ausprobieren, hier die Sirene. Der Ton ist noch da. Wenn ich alle Sirenen mache, ob der dann ausgeht? Was hat er für ein Blaster? Fühlt sich ein bisschen anders an. Aber es ist eigentlich dasselbe. Los, los, los! So, was muss ich hier machen? Ach, das war nur ein Wegpunkt. Hier, Sirene. Wir werden geentert. Ja, es ist schon nicht so wild. Ich weiß, was passiert. Captain? Ach, da. Die haben so richtige Lebensbalken. Gasleck. Oh, Trophäe bekommen, aggressive Verhandlung. Besiege 3 Feinde gleichzeitig mit einer Explosion. Das waren zwar keine Feinde, aber okay. Ja, wenn wir sterben, verlieren wir unsere Lego-Steine. Und die brauchen wir, das ist unsere Währung. Was ist mit ihm los? Geiler Typ, er hat sein Pyjama an. Ein Rebellen-Pyjama an. Das ist cooler dann, wenn man die Sheets freischaltet später, dass man die Steine natürlich aus einer größeren Entfernung einsammeln kann und so. Das scheint ein Rätsel für einen anderen Charakter zu sein. Also diesen Kreisknopf für Waffe ziehen und so brauche ich gar nicht wirklich. Das ist definitiv ein Rebellenterminal, wie man sieht. Oh, das ist jetzt hier. Hier kommen sie gleich. Da ist schon wieder der Typ im Pyjama. Gleich kommt der dunkle Lord der Fels. Oh, die haben auch eine Lebensleiste. Die kann ich gar nicht mit einem Schuss umnieten. Der hat seinen Helm verloren. Kann man Waffe überhitzen? Ich kann dich auch nicht leiden. Was auch immer für eine Trophäe war. Easy. Da ist er. Da kommt er. Mit Laserschwert. Lauf, Leia, lauf! Cool inszeniert. Wollen wir die Verhandlungen beginnen? Nee, lass mal stecken. Und blauer Stein. Blaue Steine sind, glaube ich, 1000 in der Lego-Steinwährung. Und ich werde ihn nicht einsammeln können, weil da jetzt Vader ist. Doch, ich kann ihn einsammeln. Ich kann hier was bauen. Bauen ist auch wichtig in Lego-Spielen. Immer wenn sowas blau glitzert.
Aha, nicht für einen anderen Charakter in einem neuen Durchlauf, sondern... Okay, das hätte ich, glaube ich, besser machen können. Für mich später, wenn ich was gebaut habe. Imperiale! Und nun probieren einen anderen Angriff. Drücke X oder... Okay, also ich muss abwechselnd X-Kreis-Viereck drücken. Dann kann ich Kombos machen. Das ist ja wie bei Batman Arkham. So, wir können was zerschießen. Da kommen immer mehr Sturmtruppen. Deshalb müssen diese Pläne schnellstmöglich nach Tatooine. Wo ist der Droide? Hey, wer schießt mich ab? Es sind 3 Trophäen. Ihr habt euer Schiff. Und die Becher aus dem Weg räumen. Guck mal, da huckt auch noch einer hinter. Schwein. Jetzt muss ich erstmal die Steine einsammeln, aber ich wollte auch die anderen Sachen da noch machen. Oh, Vorsicht, da bin ich eben... Kann ich was bauen? Ah, ich kann den Tisch wieder zusammenbauen. Die Absperrung, die ich eben zerschossen habe. Was muss ich machen? Finde einen Weg, die Pläne. Wow. Captain, mach das bitte nie wieder. Richtung eingeben. Okay. Ich muss warten, bis es da ist. Easy gehackt. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang soll. Hier ist so viel zu tun. Das war gut. 1 von 6. Da war irgendein Item, irgendein Sammel-Item drin. Kriege ich das deaktiviert oder muss ich... Ja, ich glaube, da brauche ich wen anders. Oder ich kann den Strom ausziehen. Ausmachen. Strom aus... Aha. Captain? Rüberlaufen. Das ist natürlich schön, wenn man das dann auch im Koop spielen kann. Achso, L1 ist auch Charakter wechseln. Ey. Was soll denn das? Das war eine Kaffeemaschine, die wollte ich eigentlich ausprobieren, ob ich die benutzen kann. Oh. Hi. Kehre im freien Spiel zurück. Wenn du auf etwas stößt, das du im Geschichtenmodus nicht verwenden kannst, kann man verspätet mit anderen Charakteren im freien Spiel zurück. Das ist das, was ich meinte, mit anderen Charakteren wiederkommen, bedeutet im freien Spiel. Im freien Spiel kann man Charaktere benutzen, die hier nicht waren. Da kannst du hier als Yoda rumlaufen oder als Rey, die es noch gar nicht gab. Was machen die beiden da? Oh, die haben eine Bombe. Ah, es kann ja auch mal einfach sein. Hoheit, der Weg ist versperrt. Wir müssen einen anderen finden. Dann lasst uns die Pläne des Imperiums... Soll ich da hinten noch suchen? Nee, wir gehen jetzt weiter. Irgendwann die Armen. Das ist der im Schlafi. Der im Schlafanzug. Bau, bau, bau. Achso, ich muss mir aussuchen, auf welche Seite ich gehe. Noch Entscheidungen zu treffen. Hör auf zu schießen.
Läuft. Kann ich die rüberschieben? Nee. Daran, dass das mein Captain war. Wir müssen den Strom für diese Tür kappen. Wo sind die Energiequellen? Schnell! Och, schon wieder solche Pappnasen. Oh, ich kann mich hinter der Wand verstecken. Ja, Leben hier. Sieht aus, als würde er mich snipen. Zack. Aufgeräumt. Guck mal, da braucht man einen Imperialen dann im freien Spiel. Es gibt ordentlich Münzen hier. Müssen wir auch irgendwie anders aufkriegen. Das können die Charaktere noch nicht. Die haben dann ja alle irgendwelche Fähigkeiten. Steht da Exit? Nein. Ich kann sogar laufen mit L3. Es ist... Wir basteln mal. Ah, ein Terminal. Ach, erzähl uns was anderes, Neues. Ach, na toll. Aufgepasst da drüben. Einen großen Angelesgraben. Da kommen immer mehr von denen. Ergreifen. Aufgepasst. Das kann ich ihn schieben. Die Tür ist halb auf. Wovor haben die beiden Angst? Ach, sie kämpft doch schon gegen den letzten. Los! Ah, tust mir leid, du siehst auch so lieb aus. Wie die Charakterteile da einfach rumfliegen. Hier, yeah, ist bestimmt was versteckt. Okay, den kann man anscheinend nicht kaputt machen. Haben wir hier vier Leute? Das kann man doch gar nicht zu viert spielen, oder? Ich muss den Druiden hierher kriegen. Los, geh. Ich kann ihn reiten. Da ist ein hier, die Dinger. Ich wollte jetzt Medkit sagen, aber das ist falsch. Ich brauche noch einen Druiden. Da geht's nicht durch. Schieben das hier erstmal weiter. Gucken wir mal, ob wir davon noch einen finden. Was General Akbar noch für uns bereithält. Ah, okay, das ist jetzt also gelbe Energie. Wollen die mich verarschen? Denken die, damit kommen die durch? Oh, immer diese Sachen, die explodieren. Ich will eigentlich da hinten noch das Teil einsammeln. Das wäre ganz nice. Hier noch irgendwas, was ich...
Irgendeinen Druiden? Ja, da hätte man einen anderen Weg wohl erstmal gehen müssen. Und dann? Was wäre dann passiert? Ja, schade. Also dafür hätte man irgendwie den Druiden da von rechts wahrscheinlich gebraucht. Außer hier vorne kommt noch einer. Also ich finde es... Keine Ahnung. Ich finde es genau das, was ich erwartet habe. Ein neues Lego-Spiel, was vieles anders macht als die bisherigen. Und ich muss sagen, ich habe irgendwann aufgehört, die Lego-Spiele zu spielen. Weil sie einfach nicht mehr so cool waren. Warum haben die einen Ewok dabei? Aber das jetzt ist natürlich einmal durch Star Wars für mich total relevant. Und dadurch, dass es vieles anders macht als die bisherigen Lego-Spiele, die ich kenne. Ich kann jetzt nicht von den letzten zwei, drei berichten. Wie gesagt, ich habe lange kein Lego mehr gespielt. Lego, PlayStation, Switch, Xbox, PC-Spiele. Aber das hier ist cool. Lego der Hobbit war, glaube ich, das aktuellste, wenn man das so schimpfen kann, was ich gespielt hatte. Wobei ich natürlich auf dem Kanal schon auch DC Villains gespielt habe. Das war halt auch wie die anderen. Was habt ihr mit diesen Plänen gemacht? Geheimauftrag? Was für Pläne? Wovon redest du? Oh nein, jetzt muss ich die beiden Pappnasen spielen. Moment mal, wo willst du hin? Er kann nicht fliegen. Es ist immer noch dasselbe Level übrigens. Also nur wenn wir jetzt andere Charaktere haben, wurde nicht das Level gewechselt. Aber halt ein anderer Abschnitt. Und ich würde eigentlich gerne oben den ledernen Balken fertig kriegen. Es kann nämlich sein, dass man im Geschichtsmodus und im freien Spiel einen unterschiedlichen hat. Im freien Spiel ist es natürlich... Wobei, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man muss das nur auf einem machen. Und nicht in beiden. Unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Weil im freien Modus kannst du ja viel mehr Türen öffnen, etc. Oh, hör auf. Ein bisschen Hindernisparcours hier. Ach, das sind nur Druiden. Hast du etwa Angst vor denen? Ach was? Warum soll ich so vielleicht auch mit eigener Intelligenz denn Angst haben? Was sollen die schon tun? Uns mit Übersetzungen einschläfen? Wie mache ich das? Genau. Dreieck und R drehen. Nicht unhöflich. Ich verstehe halt nicht, was meine Aufgabe ist. Oh, das habe ich gut gemacht. Mal hier. C3PO darf auch nochmal. Auswählen. Bestätigen. Umsehen. Oh Gott. Warum sollte ich? Okay. Das war schon mal gut. Aber was hat uns der kleine R2 noch geöffnet? Ich erstmal. Da fällt mir gerade nichts ein, wie ich darüber käme.
mal, hier ist schon eine Rettungskapsel zu sehen. Da ist schon eine Rettungskapsel zu sehen. Und ich hoffe, jeder hat diesen Film schon geschaut und weiß demnach, was passieren wird. Ich habe noch nicht den lila Balken voll. Das werde ich noch bereuen. Upsala. Der badet. Der duscht da. Nicht deren Ernst, ey. Ich will auch. Er kann nicht. Es kann sich nur C3PO drunter stellen und baden. Duschen. Gut, passiert nichts. Ich dachte, ich krieg vielleicht noch Steinchen oder so. Ach, man kann nicht alles haben. Halt einfach den Imperial March. Das ist nicht die Kapsel, die ihr sucht. Was bauen wir jetzt Schönes? Halt, du darfst da nicht rein. Zutritt untersagt. Du wirst noch deaktiviert. So. Okay, ich verstehe. Langsam besser. Haben wir die Pläne schon bekommen? Das habe ich irgendwie verpasst, dass Leia uns die Pläne gegeben hat. Ja, man kann diese Steinsammelaufgabe eh nur im freien Spiel schaffen. Ist aber eine Waschmaschine, okay. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich bin Mitglied des Imperialen Senats und fliege als Diplomatin nach Alderaan. Ihr gehört zur Allianz der Rebellen. Ihr seid eine Verräterin. Schafft sie weg! Boah, Verräterin ist ein starkes Wort. Schick ein Bergungskommando los. Ja, Sir. Was, Captain Antilles? Da sind Socken drin. Warum sollte es gerade dort Siedlungen geben? Was für ein Auftrag? Was soll das? Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Ah, ich hab's nicht geschafft. Na gut, jetzt schauen wir uns nochmal das Menü an. Oh, eine Aufgabe habe ich geschafft, wie auch immer, ohne zu wissen, was habe ich es getan. Das sind Mini-Kits, genau, nicht Medikits, sondern Mini-Kits. Eins hatten wir gesehen, wo es war. Oh, wir haben C3PO freigeschaltet. Captain Antilles, den Helden. Haben die ja wirklich Held anstatt Rebell rangeschrieben? Hätten auch Rebell schreiben können. So. Aber glaub mir, es dauert keinen Tag und wir funktionieren nicht mehr richtig. Öffne mit Touchpad den Holoprojektor und verwende deine Steinchen. So, das ist Greater Yavin, unbekannte Region, the Interior, also das Innere, die Galax, neue Territorien, the Slice, Rishi Labyrinth, Trailing Sector, Greater Yavin, westliche Gebiete. Das ist die Map. Hyperraumreisen sind aber anscheinend nicht verfügbar in den westlichen Gebieten. Da steht westliche Gebiete, vielleicht gibt es noch mehr. Charaktere sind die beiden, die uns gerade zur Auswahl stehen, mit einer kleinen Beschreibung. Schiffe. Wir haben ein Sternschiff. Die Corvette. Die ist auch gerade nicht verfügbar. Es gibt Großkampfschiffe und Mikroschiffe, die sich anscheinend über die Mikrokits bilden. Was haben wir hier denn? Verbesserungen. Also es gibt
RPG-Elemente für Helden zum Beispiel, die hatten wir ja gerade, könnte ich jetzt auswählen in besseren Schildgenerator. In mehreren Stufen. Drei jeweils. Bessere Panzerung, um den Schaden zu reduzieren. Mehr Gesundheit. Aber das, was die Feinde fallen lassen. Okay, und Heldenkonsolen umgehen. Ist das so ein bisschen der Ersatz für die Sheets? Schockwelle auslösen, wenn sie sich zerteilen. Steinchenboni für Übersetzungen. Feindliche Geschosse ablenken. Aha. Was haben wir hier? Aufträge, Geschichtenaufträge, die dringende Nachricht, Minikits. Die wir logischerweise noch nirgends gesammelt haben. Herausforderungen nehmen auf Nebenaufträge. Ach du meine Güte. Puzzles, okay. Rennen und Prüfungen, Herausforderungen. Episoden. Wir haben 6,4% geschafft. Hurra. Codes. Aha, da sind die guten Dinger. Also die sollte man sich so schnell wie möglich freischalten. Und das Geniale ist, du kannst die Steinchen-Multiplikatoren miteinander multiplizieren. Sodass du wirklich Unsummen bekommen kannst. Alle Lichtschwerter werden zu ofenfrischen Baguettes. Oh Mann, ey. Freien Spiel wird zu einer Disco. Das ist ja mit, um auf dich zu achten. Kann nicht mit Cantina-Musik zusammen verwendet werden. Lässt das Spiel alt aussehen. Hologramm-Modus, Retro-Modus. Bürger durchgehen, Nuschelmodus. Ah, okay, das heißt, die Charaktere jetzt reden ja. In den alten Lego-Spielen haben die nicht geredet. Das heißt, wenn du noch Star Wars Episode 1 bis 3 oder 4 bis 6 hattest als Game, dort wird es dir bekannt sein, dass die Charaktere nur so gemacht haben. Jetzt können sie reden. Alberne Gegenstände, Angriffseffekte zu Regenbogen, Cantina-Musik hören, große Köpfe, Piu Piu. Das will ich haben. Das will ich haben. Und hiermit kann jeder Charakter alle Sprachen verstehen. Das heißt, wir brauchen C3PO, um die Sprachen der anderen zu verstehen. Ein paar Menüeigenschaften, Fähigkeiten, was kann welche Charakterklasse. Guck mal, Steinchen wert, blau, lila ist sogar noch besser, genau. Jetzt wäre interessant Datenkarten, weil damit können wir die Sheets freischalten. Sie können verwendet werden, um witzige und nützliche Extras freizuschalten. Du kannst sie im Extras-Menü mit deinen Steinchen kaufen und ein- und ausschalten, okay. Die Datenkarten kann man kaufen. Okay, das heißt, die muss ich nicht finden. Sondern das ist wirklich einfach ein Erwerben. Dann macht es ja am meisten Sinn, sich erstmal die Multiplikatoren zu holen. Für 1 Million Steinchen den, für 2 Millionen den und so weiter. Um dann hier hinzukommen und sich im Anschluss die anderen Sachen kaufen zu können. Wobei der Super Gong-Droide unbesiegbar ist. Das ist auch nicht verkehrt. 250.000. 1000 ist jetzt nicht so viel für Retro-Effekte, gut. Also ein paar Sachen sind nicht so teuer. Piu Piu kostet leider 500. Schauen wir mal. Ja, das war mein erstes Erlebnis mit Lego Star Wars. Und ich kann gerade irgendwie mich nicht bewegen.
Aus irgendeinem Grund. Ich will hier nichts verbessern. Ich muss was verbessern. Ich konnte nichts anderes auswählen. Schneller sprinten. Du kannst schneller sprinten, während du die Galaxis erkundest. Ja gut, ich will aber kein Geld dafür ausgeben. Ja, ich hab's verstanden. So, siehst du, ich bin deutlich schneller, erheblich. Ja, wir werden die nächste Zeit viel Lego Star Wars spielen. Ich werde die nächsten ein, zwei Tage auch die ersten PlayStation Plus Tests für diesen Monat rausbringen. Sind wieder sehr interessante Titel dabei, lass dich überraschen. Wie viel Geld bringt denn das? Ist ja unglaublich. Und ich freue mich drauf. Bis dahin.